Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von lustige Bastelideen mit Neo. Hey, keine Ahnung, zum Bauen eben. Die heutige Folge kommt leider etwas später, Entschuldigung dafür, aber das neue Mod-Tool ist ja jetzt in der Open Beta und man konnte eben jetzt die Beta-Version von Fallout wieder runterladen und da musste ich mal ein bisschen rumprobieren, wie das mit den Mods und so funktioniert. Läuft ziemlich cool. Aber halt, weil Beta, konnte ich dann diesen Spielstand hier nicht weiterspielen, sonst hätte ich den gelassen. Ich hoffe einfach mal, dass es dann bald richtig released wird. So, wir müssen ja jetzt hier auch noch ein bisschen weitermachen. Warum liegt hier eine Waffe? Ist bestimmt einer gestorben. Ich dachte mir, wir können heute auch mal so einen Siedlerkampf ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt genug Siedler in der Siedlung habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo waren denn die drin? Waren die unter Käfigen mit drin? Ja. Ich baue das auch einfach mal. Wir bauen mal hier einmal das blaue Team. Wenn du einen Siedler gegen gezähmte Kreaturen oder das gegnerische Arena-Team antreten lassen willst, dann weise ihn der Arena-Plattform zu. Sei doch vorsichtig. Wenn ein der Arena-Plattform zugewiesener Siedler stirbt, werden die anderen Siedler sauer. Wenn du deine Siedler gegeneinander antreten lassen willst, weise sie den gegenüberliegenden roten und blauen Plattformen zu. Bedenke, dass Siedler, die du verschiedenen Plattformen zugewiesen hast, feindselig gegeneinander eingestellt sind, weshalb du sie bis zur Öffnung des Kampfes voneinander trennen musst, zum Beispiel mit motorbetriebenen Türen. Ah ja. Und die kommt hier drüben hin. Und jetzt verstehe ich dann auch, wenn die sauer werden, wofür dieses Teil da ist, die Feierabendsirene. Ich stelle das Ding mal hier drüben hin. Benötigt Strom. Aber so. Hier wird schon wieder gekämpft. Worauf schießen die denn? Ah. Wow. Ach, Rust Devils. Na dann komm mal. Super, nicht getroffen. So, aus jetzt. So, habe ich genug Siedler? Ich glaube es nicht. Habe ich nicht sogar das Ding ausgeschalten? Nee, das ist ein. Wie viele Siedler habe ich denn? Nur fünf. Ja, die müssen ja irgendwo sein. Ach, da oben ist einer. Was macht der in meiner VIP-Lounge? Du hast dich soeben freiwillig gemeldet für den Kampf, so. Du warst nicht eingeladen. Bevor ich da jetzt was mache, ich habe mir nämlich die Freifallrüstung geholt. Da. Yay, jetzt bin ich nackt, super. Die ist also nicht kompatibel mit der Rüstung. C-Fix. Was ziehe ich denn an? Ich hoffe, ihr hört nicht den Motorsägenmann draußen, der mich heute schon den ganzen Tag nervt. Okay, das ist kompatibel mit der Rüstung. Weil so oft wie ich runterfall, da kann man so eine Freifallrüstung durchaus brauchen. So, befehligen. Verstehe. So, jetzt brauchen wir noch einen zweiten. Wo ist denn noch einer?
Ich habe 5 Siedler und kein einziger ist da. Wo hängen die denn rum? Hallo, Siedler von Katan. Was sind denn die? Das ist mein Versorger da draußen. Ich kann den nicht gegen meinen Kiltron oder Neotron hier antreten lassen. Hallo. So, ich habe 2 zugewiesen und jetzt? Die hat sich jetzt hier hingeportet. Nur der Dödel nicht. Grrr. Hier wird sich nicht gedrückt. Wenn du schon in meiner VIP-Lounge rumhängst, dann kannst du auch jetzt kämpfen. Alter Drückeberger, das gibt's ja nicht. Mach jetzt mal, ich schub's dich runter. Ja? Du sollst... Du bist ein Vogel. So, jetzt bist du schon mal eins weiter unten. Ich werde dich finden. Oh. Legen wir los. Ich will gern mal einen Tag nicht beschossen werden. So war das nicht geplant. Oh, mir wird schlecht. Sie hat ihn getötet. Gut gemacht. Dafür hast du dir einen Preis verdient. Und zwar darfst du jetzt das Urban Wanderer Outfit anziehen. Weil du der neue Champion der Arena bist. Gratuliere. Team Rot hat gewonnen. Super. Das war jetzt reichlich unspektakulär. Irgendwie. Na gut. Wir müssen mal die anderen benennen. Also hier haben wir den Wasserwastel, Stecher, Stefan, Rudi, Reißer. Für den Bär brauche ich dann noch einen Namen. Das wird auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das wird einfach jetzt mal der Gizmo. Der Gizmo. Rot haben wir, Orange noch nicht, Gelb. Gelb. Aber Gizmo hört sich so... Gut, sie hören sich alle nicht so gefährdet. Ja gut, Rudi Reißer, Stecher, Stefan, also... Da... Das passt nicht zu so einem Bär.
Irgendwas, was noch vor Gizmo steht. Der Karantel-Gizmo. Karantel. So, Grantl, Gizmo. Wird ja auch benannt. Und hier drüben haben wir noch drei Unbenannte. Wir haben noch einen Mirelurk, Red Scorpion. Der Wasserwastel. Und da. Machen wir so, rechts ist männlich und hier drüben, die sind dann weiblich. Da brauchen wir wieder blau. So, hier. Passt es hin? Jetzt muss ich gerade überlegen, wie schreibt man den Planschen? Schreibt man das mit T oder einfach schreibt man Planschen? Planschen. 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 Ich weiß gerade echt nicht, wie man Planschen schreibt. Ich schreibe die Planschen. Moment, bevor ich mich hier jetzt ganz zum Affen mache. Okay. Man schreibt so. Mann, der kann doch nicht mal Planschen schreiben. Die Blanche. Die Blanche Petra. So, hier brauchen wir dann wieder Strom. Ich muss jetzt hier irgendwo wirklich eine Tür reinmachen. Das geht mir auf den Geist. Nee, aber... Ich habe davon auch immer noch nicht die Tür richtig gemacht. Kriege ich da eine rein? Ja, nicht die Holztür. Andersrum.
Na komm. Nein. So, der braucht hier wieder einen Stromanschluss da draußen. So. Was hat er eigentlich für ein Problem? Das ist der größte Dummdödel, den ich bisher gebaut habe, der Killtron. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat. Skorpion haben wir noch und Yu und Yaogwai und Mogwai. So, Plancher Peter, Red Skorpion. Das ist der Stecher Stefan. Und das ist dann, jetzt muss ich überlegen, wie könnte sie denn heißen? Irgendwas, was sich auch vielleicht ein bisschen reimt, aber da fällt mir jetzt bestimmt wieder nichts Gescheites ein. Was könnte denn passen? So, wir brauchen nochmal Strom. Wurscht, machen wir mal hier hin. Wir haben's ja. Ja gut, dann wird es halt mal ein Name, der wohl nicht die beide Buchstaben gleich sind. Also die Anfangsbuchstaben. So, da brauchen wir grün für den Skorpion. Weil das ist die... Das ist nicht so gleich, die... Muss ich ein bisschen mehr Platz lassen. So. Aber habe ich noch ein I übrig? So, und hier haben wir die Zwicke. Nee, oder? Zwicke. Hätte ich fast wieder ein R, ein P gemacht. Zwicker. Nein! Fuck. Die Zwicker Kerstin, so. Deathclaw haben wir schon und für den Bär muss ich überlegen, da fällt mir jetzt echt gerade nichts mehr ein. Wir müssen auch noch, fällt mir als nächstes ein, ja, die, das Arena-Schild mit dem Namen drauf bauen. Das müsste ja rein theoretisch hier vorne irgendwo gemacht werden. So ähnlich wie das da. Nur halt nicht ganz so weit oben. Da will ich aber nicht einfach so ein Schild hinmachen. Ich bin gerade echt so ein kleines bisschen planlos, wie wir das genau machen. Ich bin ja jetzt so extrem angefixt durch das, Geblinke da. Da würde ich auch gerne nochmal irgendwas machen, aber was eben? Hm.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Huch, was liegt denn hier? Weg damit. Hm. Bleibt die jetzt hier immer stehen? Hm. Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Und den Kabel so laut, wenn ich angucke. Diese scheiß blöden zwei Kabel da vorne. Dass ich die nicht wegkrieg. Der Trottel, der hängt jetzt da in der Wand fest, oder was? Oh, sollten dämlicher. Hey. Stehe bereit. Warte mal eine Sekunde. Diese Einheit verbleibt im Auslieferungsmodus. Hey. Fahren Sie fort. Komponenten werden ausgegeben. Warte, hä? Hey. Bereit. Bereit für die nächste Anweisung. Wegschicken. Ich benötige deine Dienste nicht mehr. Befehl verstanden. Kehre zum Ursprungsort zurück. Ah, jetzt. So, tschüss. Mann, ist der blöd. Ich brauche hier eigentlich nur noch das große Schild, oder? Sonst sind wir eigentlich fast fertig mit der Arena. Wir haben Zuschauerränge. Wir haben die VIP-Lounge. Wir könnten noch so eine Snackbar bauen. Da wo es dann so Happa Happa gibt. Vielleicht können wir hier irgendwas Angenehmes draus bauen. Da wo die Leute dann auch hingehen können zum Essen und so. So eine Bar. Ich gucke mal. Vielleicht finde ich noch ein paar Mods, da wo ich ein bisschen neue Sachen bauen kann. Es ist jetzt eigentlich nicht viel passiert in der Folge. Schade eigentlich. Tut mir leid dafür, ich hoffe, ihr habt euch trotzdem nicht gelangweilt und es hat euch gefallen. Wir haben mir den kleinen Kampf gemacht, was mich nur wundert, ich habe den scheiß Erfolg nicht gekriegt dafür. Normalerweise müsste ich einen Erfolg kriegen, wenn man das macht. Lag es vielleicht daran, dass der Typ nicht da drauf stand am Anfang? Ich weiß es nicht. Naja gut, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Weiter geht's mit dem Bauen übermorgen und morgen gehen wir dann nochmal die Quest in Diamond City on mit dem Bürgermeister, denn ich habe rausgefunden, wie es geht. In diesem Sinne, bis morgen und einen schönen Tag euch allen. Macht's gut.